Die Nonnen von Sister Act haben eine neue und sehr strenge Mutter Oberin bekommen. Schwester Mary Clarence! Die erfolgreiche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin Doris Kunstmann spielt seit kurzem überzeugend die Chefin des musikalischen Nonnenklosters. Das ist ihr Gig. Als sie das erste Mal sprechen, ja, Pearl, dachte ich so, wow, okay. Da zuckt man schon erstmal zusammen, weil es einfach strenger klingt, weil sie wirklich eine sehr, sehr tiefe Sprechstimme hat. Aber trotzdem warm. Sie hat auch eine andere Seite. Sie kann sehr warm sein und sehr liebevoll. Und das spürt man auch. Ansonsten gibt sie dieser Figur eben eine Ruhe und hat eine unglaubliche Präsenz. Und es ist für mich eine große Freude, mit ihr zu spielen. Doris Kunstmann kennt man bereits als Richterin, Femme Fatale, Übermutter, Eva Braun, Transvestit, Maria Callas, Prinzessin oder treue Ehefrau. Trotzdem ist für sie nach fast 50-jähriger Schauspielkarriere die Rolle der Mutter Oberin eine Premiere. Im TUI-Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn steht sie das erste Mal in einem Musical auf der Bühne. Es geht doch nichts über eine Expertin am Taktstock. Ich habe mich überreden lassen. Ich hab das gesehen, wie das Daniela Ziegler spielt und habe gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht singen und habe auch prinzipiell gedacht, das ist nichts für mich. Und dann hat man aber meine Agentin angerufen und gesagt, ich sollte doch mal kommen wenigstens und die Regisseurin kennenlernen. Dann habe ich sie kennengelernt und dann hat sie gesagt, ich suche nämlich eine Schauspielerin und keine Sängerin. Und darum, so habe ich dann gesagt, okay, dann versuche ich das. Und ich bin grundsätzlich so, dass ich immer mal wieder gerne was Neues mache. Das erfolgreiche Musical, das in diesem Jahr in New York sogar für 5 Tony Awards nominiert war, ist für Doris Kunstmann schnell zur neuen Heimat geworden. Also was hier los ist auf der Bühne, es ist wahnsinnig. Vor allen Dingen die Musik. Man kommt in Stimmung, die Leute sind alle toll drauf. Es ist einfach anders als beim Theater. Beim Theater sitzt man hinter der Bühne und ist konzentriert und so. Und hier ist man gut. Ich bin oft viel zu guter Stimmung und muss mir sagen, jetzt musst du aber ernst sein und schimpfen und so. Und los geht's. Das Ensemble von Sister Act hat Doris Kunstmann in seiner Mitte sofort begeistert aufgenommen. Schöne Show, schöne Show. Also es ist enorm, wie schnell sie da reingekommen ist. Und wir haben das also wochenlang geprobt und wissen, wie schwierig das ist, die einzelnen Schritte alle durchzubekommen. Und sie hat das also wirklich ganz schnell und super gemacht. Die hat so eine Mutterkraft. Das ist so eine extreme Aura, die um sie rum ist. Das ist wirklich lustig. Es gibt einen Moment in der Show, wo sie mich in den Arm nimmt. Das ist kurz bevor Schenk mich erschießen möchte. Und ist einfach so, okay, Mom, ich bleib jetzt dir. Das ist, die hat was. Also sie steht einfach da und es ist einfach, okay. Gut, wir benehmen uns. Auch das Premierenpublikum konnte Doris Kunstmann mit ihrer Darstellung der Mutter Oberin nachhaltig überzeugen. Also die Mutter Oberin, die hat mir am besten gefallen. Hat sie gut gemacht. Das ist ja eine schwere Sache, nicht? Also so zu übernehmen in einem festen Ensemble, was schon lange gespielt hat. Also, nee, toll, Kompliment, wirklich. Also sie bringt so richtige, eigentlich eine Frau, die mit einem Leben steht, ne? Doch, das finde ich ganz toll. Also sie passt gut in die Rolle. Doris Kunstmann ist sowas von fantastisch. Wir sind alle begeistert. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie die Rolle bekommen hat und deswegen bin ich da. Sie ist so gut. Ich denke, dass es eine sehr starke Rolle ist und dass sie durch ihre Erfahrung einfach da ein richtiges Zugpferd ist für die ganze Truppe.